Das ist die Zeit, in der wir für Dinge aufstehen müssen, von denen wir tief im Herzen wissen, dass sie richtig sind. Nicht nur für unsere Grundrechte, sondern auch für Vernunft und Menschlichkeit. Für grundlegenden Respekt, Würde und Empathie. Für Grundwerte unserer Demokratie. Es ist an uns, daran zu denken, was Kamalas Mutter ihr gesagt hat. Sitz nicht nur rum und beschwere dich, mach etwas. Also, wenn sie über sie lügen, und das werden sie, müssen wir etwas tun. Wenn wir uns müde fühlen und uns fürchten, müssen wir uns wieder aufrichten, uns Wasser ins Gesicht spritzen und was? Etwas tun. Fragen wir nach bei unserem USA-Korrespondenten Elmar Thewissen in Chicago. Schönen guten Morgen, Elmar. Wie groß ist der Einfluss der Obamas noch bei den Demokraten? Also der Einfluss ist sehr groß. Kamala Harris bringt man eine Menge Respekt entgegen und man freut sich über ihre Kandidatur. Aber die Obamas werden hier richtig geliebt. Das hat man hier vorhin im Saal gemerkt. Michelle Obama hat ihre Rede mit den Worten eröffnet: Die Hoffnung feiert ein Comeback. Und wir hören vielleicht mal rein, was sie gesagt hat. Das ist die Zeit, in der wir für Dinge aufstehen müssen, von denen wir tief im Herzen wissen, dass sie richtig sind. Nicht nur für unsere Grundrechte, sondern auch für Vernunft und Menschlichkeit. Für grundlegenden Respekt, Würde und Empathie. Für Grundwerte unserer Demokratie. Es ist an uns, daran zu denken, was Kamalas Mutter ihr gesagt hat. Sitz nicht nur rum und beschwere dich, mach etwas. Also, wenn sie über sie lügen, und das werden sie, müssen wir etwas tun. Wenn wir uns müde fühlen und uns fürchten, müssen wir uns wieder aufrichten, uns Wasser ins Gesicht spritzen und was? Etwas tun. Ja, und Michelle hat eindeutig die bessere Rede gehalten als Barack Obama, aber er hat im Grunde genommen dasselbe gesagt, dass eben es vor allen Dingen darauf ankommt, etwas zu unternehmen, rauszugehen, Wähler zu registrieren. Das wurde hier sehr bejubelt. Und wenn die Obamas das sagen, dann hat das natürlich schon Wirkung in der Demokratischen Partei im Land. Emma, was vielleicht noch ziemlich bemerkenswert ist, auf dem Parteitag sprechen nicht nur Demokraten, sondern eben auch Republikaner. Zum Beispiel eine frühere Trump-Sprecherin, die hat jetzt für Harris geworben. Wie ist das einzuschätzen? Ja, das ist sehr beeindruckend, dass unter Republikanern sich immer mehr finden, die sich hinter Harris versammeln. Wir hatten vor einer Woche einen Zoom-Call, da haben über 77.000 dran teilgenommen. Sehr viele von denen waren eben auch Republikaner, weil sie eben glauben, dass Donald Trump eine Gefahr für das Land ist. Und sie glauben, dass die Republikanische Partei sich dringend erneuern muss. Und deswegen hat vorhin die Pressesprecherin von Donald Trump von damals tatsächlich hier auch noch mal darauf aufmerksam gemacht, was am 6. Januar 2021 geschehen ist. Sie hat sogar Kurznachrichten, Kurzmitteilungen noch einmal hier an die Wand geworfen, um klarzumachen, dass Donald Trump eben nicht das Wohl der Nation am Herzen liegt, sondern dass er eine wirkliche Gefahr darstellt. Und das kann natürlich auch auf andere in der republikanischen Bewegung in den USA eine Wirkung haben, dass sie bereit sind, sich in diesem Fall einmal hinter die demokratische Kandidatin zu stellen. Elmar Thewissen war das live vom Parteitag der Demokraten in Chicago. Dankeschön.